Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute aus dem Bayerischen Hof, aus der Komödie vom Bayerischen Hof. Und zwar, weil es da ein neues Stück gibt, auf das wir uns alle sehr freuen. Und da begrüße ich die Katrin Ackermann und die Maria Furtwängler. Denn sie spielen beide in dem Stück Glücklich die Glücklichen. Ich hab dieses Buch mir geholt. Darf ich da gleich mal unterbrechen? Ja. Das ist kein Stück, sondern ein Roman. Und ich glaube, darauf legt sie großen Wert, dass wir kein Stück spielen, sondern es ist eine Lesung. Da wäre ich jetzt drauf gekommen. Also Roman steht ja ganz dick darunter, obwohl es sind, also für mich waren es eigentlich Kurzgeschichten. Ich weiß nicht. Ja, ist richtig. So Shortcuts ist das so wie, ja. So Shortcuts. Also eigentlich hätte man auch Kurzgeschichten anstelle von Roman. Aber wie ist denn das überhaupt also erstmal entstanden? Wer hatte die Idee, dass man das einfach jetzt... Ja. Ah, Sie. Okay, dann erklären Sie das. Sie hatten irgendwann das Buch in der Hand und dann haben Sie gesagt... Und dann habe ich es aufgemacht. Ja, dann seien Sie bloß, Sie haben gelesen. Ich habe es gelesen und war also Feuer und Flamme. Ich fand jede Geschichte schöner als die andere. Und es ist mir dann auch sehr schwer gefallen, gewisse Geschichten einfach rauszunehmen, weil sonst wären wir wahrscheinlich hier noch eine Woche gesessen, weil der Roman doch sehr viel länger ist. Es ist nur schade, weil die Personen ja alle in irgendeiner Beziehung zu der anderen ist, nicht jeder zu jedem, aber irgendwie ist jede Person, die man rausschneidet, fehlt irgendwie ein bisschen. Aber ich hoffe, wir haben dann doch. Ja, also das sind ja nun Geschichten, wo man sich denkt, ups, die habe ich selber mal erlebt. Wie viel von den Geschichten haben Sie, wo hatten Sie so das Gefühl, ja, das kommt so ziemlich nah an das, was Sie auch schon erlebt haben? Ich glaube, was man ganz gut kennt, ist diese große Diskrepanz zwischen dem inneren Erleben, dem inneren Gedankenvorgang und dem, was man sozusagen im Außen tut und das, was man im Außen kommuniziert. Und ich glaube, da hält sie uns brillant den Spiegel wirklich vor die Nase und sagt, guck mal, also dieses Wiedererkennen, wie Sie ja richtig sagen, das gibt es schon an manchen Situationen. Ich habe... Es gibt eine wahnsinnig komische Situation, die ich lese, wo es letztendlich um einen epochalen Streit an der Käsetheke geht, der sich aber daran eigentlich entzündet, dass er den falschen Käse mitgebracht hat. Und wenn man es so erzählt, sagt man, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Aber sie baut das so brillant auf, dass man sagt, ja, ich kenne das, dass aus solchen Lappalien, aus so völligen Petitessen plötzlich Dramen entstehen. Und das ist, glaube ich, hat schon viel mit uns allen zu tun. Ich kenne die Situation in- und auswendig. Also ich weiß, das ist ja auch das, was Sie wir haben eigentlich schon wollen. An der Käsetheke auch. Ich weiß es nicht, was es ist. Im Supermarkt wollen Frauen den Wagen fahren. Das ist mal das Erste, um Kontrolle zu erleben, oder? Und dann versucht, endlich Kontrolle zu erleben. Und dann versucht man als Ehemann irgendwie den einen oder anderen Salat oder Wurst oder so da reinzutun. Und dann kriegt man einen Blick und sagt, Fliegt sofort wieder raus, zack, ist wieder im Regal. Aber das ist, glaube ich, Ihre Stärke, dass Sie aus diesen kleinen, banalen Auseinandersetzungen eine Eskalation konstruiert, bis es zu diesem Kulminationspunkt kommt. Jetzt ist das aber gar nicht so in Dialogform geschrieben, sondern das ist eigentlich meistens so eine Ich-Erzählung. Nicht? Die erzählen. Ja. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie aber sie zitiert den Gesprächspartner. Also der wird dann kurz auch zitiert. Ja, genau. Es ist ein innerer Monolog, das Gedankenspiel läuft als innerer Monolog ab und erinnert sich an und dann sagte er und dann sagte ich und dann hat er gesagt und ich habe gedacht. Also so läuft das. Das ist so ein bisschen diese Mischung aus Dialog und innerem Monolog. Und wie muss man sich die Szene auf der Bühne vorstellen? Wie ist das gestaltet? Da sind wir also daran gehalten, es als Lesung zu machen. Also wir lesen einzeln, je nachdem, welcher Monolog einem zugewiesen wird, eben diese Szene. Aber es ist eben, sie sagt glücklich, die Glücklichen, aber es ist schon, das Glück hat sich da schon immer sehr versteckt. Wollte ich gerade sagen, also Glück habe ich hier in den Geschichten eigentlich überhaupt nicht gefunden. Höchstens bei dieser einen crazy person, nicht? Der glaubt, Céline Dion zu sein. Ja, das ist, das und sagt als er dann Autogramme gibt, da sind sie alle glücklich. Ja, er ist dann glücklich. Ja, aber das meint sie nicht. Sie möchte nicht, dass der Schlichte im Geist der Glückliche ist, sondern ja, glücklich ist der Lachende ihrer Meinung nach, glaube ich. Und dass, wenn wir die Leute zum Lachen bringen, dann haben wir das geschafft, was, glaube ich, eigentlich der Inhalt ist. Also es ist ungeheuer entertaining. Es ist einfach...
Und Sie sind da in einem Pariser Straßencafé oder wie? Das haben wir uns, das hat mein Kollege Fricke, Peter Fricke, sich so ausgedacht, dass wir da in einem Café sitzen. Das ist einfach nur, um eine Situation zu kreieren. Also Sie sind die eine Ehefrau in dem Stück, ja? Und müssen sich mit Ihrem Mann auseinandersetzen. Also die eine Sache ist an der Theke. Das beschreibt er aus seiner Sicht, genau. Und was beschreiben Sie? Welche Geschichte machen Sie? Ich beschreibe diese Situation, die wir, glaube ich, auch alle schon irgendwie in Variationen erlebt haben, nämlich der eine will schlafen und sie möchte einfach gerne noch ein bisschen lesen. Ja. Hat ihr Rohypnol schon genommen, aber möchte noch ein bisschen lesen und er ist an dieser Tatsache, dass das Licht noch an ist und er nicht schlafen kann, entspinnt sich eben dieser grundsätzliche Streit, der ja damit zu tun hat, dass man sich nicht genug gesehen fühlt. Er fühlt sich in seinem Stress, in seiner Schlaflosigkeit von ihr nicht verstanden, dass sie nicht respektvoll sagt, mein Liebling, du willst schlafen, natürlich mache ich das Licht aus. Und sie fühlt sich in ihrer Welt überhaupt nicht verstanden, weil er sich eben um die Kinder kümmert, um dieses kümmert, aber eigentlich nicht um sie. Also sozusagen nicht der Ehemann ist, den sie sich mal vielleicht geträumt hat, ein Held, der die Welten erobert. Und sie sagt ja auch irgendwie, damals sind die Männer ausgezogen, um Kriege zu führen oder Löwen zu jagen. Und heute sitzen sie auf der Bettkante und texten noch in ihrem Blackberry und dann können sie nicht schlafen und sind müde. Also das ist so die totale Entfremdung. Und auch die Tatsache, dass sie, und das ist auch sehr hübsch beschrieben, und ich glaube, das trifft es heute auch mehr als früher, dass sie eigentlich mit den Kindern die Taffere ist, die sagt so, komm ab, jetzt zurück ins Bett, mir reicht's jetzt und dein Kuscheltier, das binden wir jetzt an. Und er ist so vollkommen nein und du bist so grob und rau zu den Kindern und versucht sozusagen diese heile Welt dieser Kinderzimmer irgendwie zu retten. Und das ist eben das letzte Stück Männlichkeit, geht ihr da flöten. Und deshalb hat sie natürlich konsequenterweise einen Liebhaber. Und er schafft es nicht mal, nachdem er sich angezogen hat, abzuhauen. Ne? Nein, das ist ja wirklich... Dann hätte er wenigstens ins Hotel gehen sollen. Mal ja, eine das Nacht. Kündigt er an. Er droht immer diese leeren Drohungen. Die kennen wir natürlich auch. Ich gehe ins Hotel, ich verlasse dich. Und sie ist schon so, soll ich dir das Bett hier machen? Magst du nicht wieder zurück? Also es ist schon diese Routine auch von Drohungen ist da auch sehr schön eingefangen. Als Sie dieses Buch in der Hand hatten, haben Sie Ihre Tochter da schon in der einen oder anderen Rolle gesehen? Nein, ich habe nur immer gewünscht, dass sie es liest. Ich weiß noch damals, es war Ostern auf Korsika, weil ich so begeistert war. Aber ich habe sie da nicht infizieren können. Eigentlich erst sehr spät, erst jetzt, kurz bevor es losging. Wie haben Sie es geschafft? Ja, indem sie gesagt hat, sie macht mit bei der Lesung. Das war für mich ein großes Glück. Und da musste sie es lesen. Das stimmt. Und was haben Sie gedacht? Ich meine, die Sachen sind ja wirklich alle nachvollziehbar eigentlich. Nicht? Was, also, ja. Haben Sie gedacht, typisch Mutter, die mir die Realität wieder vor die Füße legt? Das mit dem Spiegel so vorhin. Nein, ich habe aber natürlich gesehen, ich hab verstanden, dass sie mit ihrer Lust an Ausdruck und an Komödie, die ein bisschen wehtut, davon sehr angesprochen ist. Das ist ja schmerzhaft. Das ist zwar sehr lustig, wenn wir es von außen sehen, aber wenn wir uns spüren, das hat eigentlich viel mit mir zu tun, ist es natürlich eigentlich unangenehm. Und das ist so dieser schmale Grat, den die Resa da wunderbar geht. Sind ja alles verschiedene Personen. Also wenn Sie die alle da auf die Bühne bringen wollen, dann... Nee, eben haben wir ja auch haben Sie selektiert. Auf wie viel haben Sie es denn reduziert? Ich glaube, wir sind noch 12 oder sowas. Es sind 21, glaube ich. Ja, das sind, glaube ich, 22 Personen. Ja, also 22 Personen. Ich dachte 21, aber ich bin richtig. Wir müssen es kurz nochmal durchlesen. Nein, das werde ich jetzt nicht tun. Und ja, der Regisseur, wer hat denn nun die Leute eingeteilt? Also wer hat nun gesagt, das bist du, das bist du? Peter Fricke und eigentlich ihr beiden. Ja, wir beide, wir haben halt einfach geschaut, wer macht da mit, wer wäre eigentlich nett, wen mögen wir und so mehr. Sie sind jetzt sehr zögerlich zu sagen, dass diese Rolle Ihrer Tochter eventuell auf den Leib geschnitten ist. Ja, ich finde, das werde ich jetzt dann sehen. Das wird dann so sein. Haben Sie es ausprobiert? Nee, Nein, keiner weiß, wie der andere es macht. Aha. Das ist eine Überraschung. Das wird wahrscheinlich eine Premiere. Ja. Wie geht denn das überhaupt, Mutter und Tochter? Ab wann hat sich das nivelliert? Also Sie kommen mir jetzt nicht so vor, als würden Sie jetzt so auf Ihre Mutter in dem Sinne hören, dass sie sagt, du, geh mal früh schlafen. Aus also. Dem Alter ist sie ja noch eben. Raus. Aber gerade eben. Wann hat sich das nivelliert? Können Sie das noch zurückverfolgen? Ich kann mit dem Wort nivellieren noch nicht. Ja, wann hat sich das aufgehoben, dieses Gefühl, dass ich sage, was du machen sollst? Das meinte ich, ja. Was würdest du sagen?
gestern. Vielleicht schon. Humor hat sie. Ja, das kann man ihr nicht absprechen. Das ist eine wenigen Dinge. Aber stell ich mir, ich meine, Sie machen das ja nun schon länger als Ihre Tochter. Sie haben Ihre Tochter da irgendwann mal mit reingeholt. Ja. Und, Sie meinen dieses Stück? Nein, ich meine überhaupt Theaterspiel. Also überhaupt. Sie haben mich aber nicht mit reingeholt. Das kann man so nicht sagen. War das Nein, weil es war ja durchaus eher so, dass sie mich ermutigt hat, was ich sehr gerne gemacht habe, etwas anderes zu tun, nämlich Medizin zu studieren. Weil sie wusste natürlich, dass dieser Schauspielerberuf zwar wunderschön ist, auch aber eben unzuverlässig. Aber es war nicht so, dass ich sie ausgeredet habe. Sie hat diesen Wunsch nie geäußert. Ach so. Nein. Und wann haben Sie gemerkt, dass das vielleicht doch eine interessante Geschichte ist für Sie? Das hat im Grunde angefangen, schon parallel mit meinem Medizinstudium habe ich angefangen, bei der glücklichen Familie zu spielen und habe irgendwie gespürt, das ist interessant, so vor der Kamera bin ich eigentlich überraschend unfrei. Es war jetzt nicht so, dass ich sozusagen Kamera an und ich habe mich herrlich wohlgefühlt, sondern ich habe eigentlich gemerkt, das ist gar nichts, was mir jetzt so zufliegt. Und habe, glaube ich, dann habe ich aber eben immer weitergespielt und dieses und jenes, habe aber Medizin und Kinder bekommen, Medizin studiert und wurde dann auch Ärztin. Aber ich habe aber irgendwie gemerkt, dass da für mich die größere Herausforderung drin steckt, größer als in der Medizin. Und die größere Lebenslust auch und die größere Entdeckungsreise für mich selber. Ist so fast so was, was so ein Psychologe einem empfehlen würde, wenn man also irgendwo Schwierigkeiten hat, sich sozusagen da zu lösen auf dem Gebiet, das dann zu machen, um es zu überwinden. Wenn man so will. Also das habe ich zwar nicht mit einem Psychologen besprochen, aber sozusagen der innen eingebaute Psychologe hatte wohl das Gefühl, da wo der größere Widerstand ist, es steckt das größere Geheimnis und die größere Entdeckungsreise. Und das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Aber so Ärztin zu sein, ist ja auch eine dolle Geschichte. Also das ist eine dolle Geschichte, habe ich auch wirklich gerne gemacht und habe ich, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Sie sehen gut. Aber meine Mutter bedauert das bis heute. Nein. aber... Es war jetzt für mich irgendwie, also ich bedauere es nicht, bedauere den Weg nicht. Haben Sie manchmal noch so, wenn Sie den Leuten so in die Augen gucken, dass Sie so sehen, was die vielleicht für Wehwehchen haben und kommen vielleicht auch Leute zu Ihnen? Ja, ich merke schon. Ich habe Freundinnen, doch, viele meiner Freundinnen kommen zuerst noch zu mir und holen da Rat. Ach doch. Und da bin ich, glaube ich, ganz gut. Ich bin relativ zielsicher aber... Also ich könnte jetzt keine Medikamentendosierung. Ich stelle immer fest, wenn es irgendwie einen Arzt in der Runde gibt, dass dann doch auch ganz fremde Leute auf den zugehen und sagen, also mich das ist sicher schrecklich für Ärzte. Das ist wirklich nach wie vor so. Das ist auch bei Ihnen so. Ja. Sie auch, oder? Ja, klar. Mhm. Nein, es werden auch Sachen erzählt, die man auch gar nicht wissen möchte. Also so das ist auch so Details aus dem Verdauungs- und so weiter, unten Bereich und so, wo man denkt, ja, das... Die denken, die können einem das alles erzählen, weil man ist ja Ärztin und man interessiert sich für die letzte Fistel. Aber das würde ich hiermit sagen, nein, ich muss nicht über die letzte Fistel Bescheid wissen. Das kann ich nachempfinden. Jetzt lassen Sie uns noch mal über zwei, drei von diesen Storys reden, die ja doch sehr, sehr witzig sind. Die eine, die mir jetzt so noch im Gedächtnis geblieben ist, ist die Geschichte, wo er also seine Asche nicht neben seiner Frau das trapieren ist Ihr Vater? Ja, Ihr Vater, genau, ja. Mein Vater. Ihr Vater ist ja. Das? Mein Mann. Ihr Mann, genau. Und Sie finden das natürlich unmöglich. Eine schreckliche Beziehung, diese beiden. Die ist wirklich so, vielleicht weil sie eben, das kommt auch vor, 48 Jahre dauert und sie das nicht geändert hat. Aber natürlich, sie ist ganz konventionell und sie macht ja auch Folgendes. Sie tut, damit im Haus niemand merkt, dass ihr Mann dauernd Affären hat, verwurstet sie seinen Pyjama im Bett, damit das Mädchen morgens denkt, er hätte auch die Nacht da verbracht. Also sie ist so konventionell und auf äußeres Bewahren aus, das ist auch schon schrecklich. Und man versteht komischerweise immer jeden, wenn er seine Geschichte erzählt. Sofort ist die Sympathie auf der Seite dessen, der erzählt. Man vertraut ihm und glaubt ihm und dann kommt der andere und dann hat man die Version von ihm und die ist auch wieder glaubhaft und gut. Also dass es oft sehr schwer ist, ist es nur, weil die falschen Leute zusammenkommen, man weiß es nicht. Aber das stelle ich auch, was Sie gerade gesagt haben, oft fest, dass wenn man sich die eine Seite anhört, warum sich zwei in den Haaren sind, und dann hört man sich die andere Seite an, dann denkt man, Es ist immer wieder, weil das sagt, sie liebt alle ihre Personen und kann sich in jeden so hineinversetzen, auch in Männer, dass sie dann so ist wie die. Und deswegen muss sie auch lieben, die Figuren, ja.
das sind ja alles Geschichten von Menschen, die ich sag mal, Upper Middle Class sind, ja, so Journalisten, Schauspieler, Banker, Anwälte. Ja. Ja, so in dem Bereich angesiedelt. Ein bisschen schade, ne? weil es würde wahrscheinlich auch andere soziale Geschichten. Ja, das ist ihr Milieu und das ist das, was sie kennt. Klar. Aha, gut, ich bin überzeugt. Ja, ja. Aus was für der Familie kommt die Jasmina Retzer? Der Vater ist Iraner und die Mutter ist Ungarin. Und dann sind sie alle jüdisch? Natürlich. Natürlich. Nicht, aber der Humor ist so jüdisch, schöner jüdischer Humor. Das gibt es absolut. Nur bei denen. Ja. Absolut. Was mir bei Ihnen natürlich auch aufgefallen ist, ist, dass Sie sich so für das Frauenthema so besonders engagieren auch. Ja? Also gerade in Ihrem Berufsfeld. Und das fällt einem natürlich auch auf, wenn man so ein bisschen Filme guckt, Fernsehen guckt. Warum? Sie haben da also was sehr, ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber Sie haben gesagt, Frauen über 35 oder ab einem gewissen Alter, und dann haben Sie einen amerikanischen Ausdruck benutzt, wenn sie nicht mehr fuckable sind, dann werden sie nicht mehr eingesetzt. Ist so ein bisschen hart, oder? Das stammt ja nicht von mir. Also das ist ja. Das Zitat habe ich von Ihnen gehört. Ja, das ist schön, dass Sie es von mir gehört. Auch gut, dass ich das publiziere. Aber das ist natürlich etwas, was ich habe es zitiert und das ist ja nur das Ergebnis von amerikanischen Untersuchungen, Studien, die eben sehr klar belegen, dass sehr junge Frauen durchaus bis zum 25. Lebensjahr sehr, sehr präsent sind. Und dann ist es insgesamt so, dass Männer 2 zu 3 häufiger, also doppelt so häufig wie Frauen vorkommen, etwas mehr als doppelt so häufig die Hauptrollen spielen. Und dass eben bei Frauen ab 35, mehr als drei, über 35 geht es rapide runter mit Frauenpräsenz im fiktionalen Erzählen. Und bei Männern bleibt das relativ konstant, so bis 55, 60. Und Frauen ab 35, 40, 50 kommen dann erheblich weniger vor. Und sind ganz selten noch die Leading Roles, weil man... Ich habe neulich eine ganz, ganz spannende Rede gehört von Meryl Streep, die sich auch sehr für dieses Thema stark macht, die in New York eine Autorinnengruppe unterstützt, von Autoren, die alle jenseits von 40 sind, weil sie festgestellt haben, dass die Stoffe von Frauen über 40 auch nicht mehr verkauft werden, weil die Logik ist natürlich, ich erzähle, so wie Jasmina Reza aus ihrer Schicht erzählt, ein Mann erzählt aus seiner Sicht als Mann, natürlich gibt es da auch kleine Ausnahmen, aber das Gros ist so und natürlich erzählt eine Frau jenseits der 40 eher aus der Sicht einer Frau über 40 und diese Stoffe werden eben fast überhaupt nicht mehr verfilmt, weil entscheiden über die Stoffe, die gemacht werden, tun wiederum Männer nach wie vor größtenteils. Da, wo das große Geld ist bei den Studios, also wir reden jetzt von Amerika, Deutschland ist ein bisschen anders gelagert, da sitzen halt immer die größten Entscheidungsposten nach wie vor Männer. Und für die ist es einfach unvorstellbar, dass man sich für die Geschichte einer über 40-jährigen Frau interessiert, weil das ist ja die Geschichte entweder der Ex-Frau oder der Mutter. So ungefähr. Ja, und wer interessiert sich dafür? Und das ist ganz schön, dass Meryl Streep sagt, sozusagen, da muss ich hin und da muss ich was unterstützen. Also das sind Fakten, das sind Zahlen, die sehr eindeutig sind und also das ist auf jeden Fall ein interessantes, gerade wenn wir unser öffentlich-rechtliches föderales System anschauen, ist es natürlich interessant, da auch mal zu gucken, wie sieht das bei uns aus und wie ausgeglichen sind wir, sowohl wenn es um Berichterstattung geht, aber auch natürlich im fiktionalen Erzählen. Sind wir da weiter in Deutschland, Ihrer Meinung nach, wenn Sie es schon mit Amerika vergleichen? Ehrlich gesagt gibt es da keine sehr aktuellen Zahlen. Die letzten Zahlen gibt es aus dem Kinderfernsehen, die sind aber auch schon 10 Jahre alt. Und da ist es eben so, und das ist noch irritierender, dass gerade im Kinder-Entertainment-Bereich fast 3 von 4 Charakteren männlich sind. Und wenn weibliche Charaktere vorkommen, es vollkommen wurscht, ob Animation oder Kinderfilm, die sehr früh sehr sexualisiert da aussehen. Also auch in der Animation haben die dann schon solche Brüste und so und eine Taille, wo nicht mal mehr eine Wirbelsäule reinpasst. Und sie sind eben fast nie, und das denke ich mir, Menschen, das zeigen wir unseren Töchtern, den kleinen Mädchen, sie sind fast nie die Erfinderinnen, die Kosmonautinnen, die Weltenretter, sondern sie sind Frauen, Mädchen sind eher Feen und Hexen. Also das Magische ist bei den Frauen weiblichen angesiedelt, aber nicht der Erfinder, nicht der Erbauer. Und gleichzeitig regen wir uns darüber auf, dass in den technischen Hochschulen oder in den ganzen Informatikkursen gerade mal 10% weibliche Studentinnen sind. Obwohl die Zahl der Abiturienten deutlich zugenommen hat. Also das ist höher als die von Männern. Falls die ja, wesentlich.
Im Studium ist es nach wie vor auch so, aber wenn es dann um Beruf geht, auch Doktoranden geht und so, dann sind Frauen einfach nicht mehr dabei. Ne? Ja. Weil, warum eigentlich? Weil sie Kinder kriegen wollen. Und ja, es gibt eine ganz interessante Untersuchung. Ich bleibe jetzt sozusagen im Bereich Film und Produktion und Regie. Da gibt es jetzt eine große Untersuchung, die die FFA angestrengt hat, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und Prommer-Institut, wo die eben gucken, weil da ist es das Gleiche, da studieren Regie zum Beispiel 45% Frauen, 55 Männer. Produktion ist fast ausgeglichen, also relativ viele Frauen, auch schon vor 8 Jahren oder 6 Jahren. Aber wenn wir dann gucken, wer macht die Filme, dann sind es zum Teil 10-20% nur noch Frauen. Wo bleiben die? Große Frage. Ist es wirklich so, dass die Männer ihnen keine Chance geben? Ist es so, dass sie alle schwanger werden und keine Lust mehr haben? Steigen die aus? Ich will dieser Studie jetzt nicht vorgreifen, aber das ist natürlich interessant zu gucken, woran liegt es? Und es liegt, glaube ich, so viel kann man schon mal annehmen, nicht nur daran, dass sie alle Kinder kriegen und keine Lust mehr haben. Aber den Faktor gibt's. Ja, den Faktor gibt's. Ich glaube, und es wird Frauen auch vorgeworfen, dass sie dann, selbst wenn sie die Möglichkeit hätten, den letzten Schritt zu gehen, es ist ja bei den DAX-Unternehmen genauso, dass da alles Männer sind und, weiß ich nicht, 5% höchstens in den DAX-Unternehmen Frauen, dass viele Frauen dann auch nicht bereit sind, den letzten Schritt zu gehen. Wahrscheinlich, weil die Infrastruktur nicht stimmt und sie deshalb... Da gibt es viele Untersuchungen, ja. Das ist eine Mischung, dass tatsächlich bei Frauen dann auch immer noch Lebensqualität eine größere Rolle spielt. Also und wenn Kinder da sind, dann tatsächlich die verkrustete Struktur eines Unternehmens, was wenig bereit ist, sich auch auf Zeiten für Mütter einzurichten, die halt dann irgendwie auch einen Feierabend brauchen, um 6 oder so. Und auch mal die Flexibilität haben müssen, ein Kind mal später zu kommen und so. Wenn dann aber irgendwelche Sitzungen um 6 oder 8 Uhr abends angesetzt sind, dann steigen da Frauen irgendwann aus und sagen, das kriege ich nicht vereint. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Frau Ackermann, sind Sie jetzt so diejenige, die sagt, boah, ich habe da gehört zu den wenigen, die da jetzt Glück gehabt haben, noch weiter dabei zu sein? Denn ich meine, es ist ja für Sie auch etwas, was Sie sozusagen Ihr Leben lang tun. Und es wäre wahrscheinlich für Sie schlimm, wenn Sie es nicht mehr tun könnten. Ja, also ich denke mal, ich finde gar nicht, dass ich so viel Glück da habe. Also man könnte noch besser repräsentiert werden. Aber vielleicht muss ich noch 10 Jahre warten, wenn es mir weiter so gut geht. Vielleicht sind dann einfach weniger geworden. Ich weiß einfach nicht. Von der Statistik her Glück gehabt. Ach so, ja. Also ja. Dass Sie da eben zu der Gruppe gehören, die eben noch aktiv ist. Aktiv und ja, viele Kollegen werden es ja wahrscheinlich nicht mehr sein. Aber eigentlich ist es ja verständlich, denn gerade im Schauspiel oder im Film kommen Menschen vor und Menschen sind eben auch mal so alt wie ich. Ja, ja. Und insofern ist es ja eigentlich ganz verständlich. Ja, aber unsere Sehgewohnheiten sind natürlich, so wie im wirklichen Leben zum Teil auch, unsere Sehgewohnheiten sind selbstverständlich, dass der 60-jährige Darsteller hat die 25-jährige Klar. Geliebte und Freundin oder Frau. Also es wird sehr viel jünger besetzt auf der weiblichen Seite. Frauen sind sehr viel jünger. Obwohl es natürlich 50% der Bevölkerung sind Frauen und die würden sich wahrscheinlich auch für die Frauenthemen interessieren lassen. Ne? Also, wie gesagt, solange da Männer sitzen. Die sagen, wen interessiert die Geschichte meiner Ex-Frau oder meiner Mutter? Ja, das ist schwierig. Also in den oberen Etagen muss jetzt auch mal... Es geht einfach nur um mehr Diversität beim Erzählen. Es geht ja nicht darum, sozusagen die männliche Sicht auf die Welt in irgendeiner Weise zu unterdrücken, aber es geht darum, auch eine andere Perspektive aufzumachen und da diverser und breiter zu werden, in jeder Hinsicht. Also nicht nur Alter, nicht nur Geschlecht, sondern natürlich auch Ethnien. Aber Sie gehen da ja jetzt einen Schritt, nicht? Also Sie gehen ja jetzt den Schritt und zeigen also unsere Verteidigungsministerin in einer Serie, wo Sie also jetzt... Ich bin kein Mensch, der sich so dieser Ankündigungs Euphorie von Projekten, von ungelegten Eiern in irgendeiner Weise anschließt. Also ich rede gerne über Projekte, die konkret sind und das ist definitiv nicht konkret. Also das Gerücht, dass Sie Frau von der Leyen spielen werden, ist lediglich ein Gerücht? Wie gesagt, ich würde über Projekte dann reden, wenn sie konkret sind. Ich würde ganz persönlich niemals eine existierende Figur spielen. Das ist ja vollkommen utopisch. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich spiele jetzt Frau Merkel oder ich spiele Frau von der Leyen. Ich glaube, das wäre weder in meinem Interesse noch im Interesse der Ministerin. Sowas fände ich absolut idiotisch.
Absolut idiotisch. Obwohl, es wird gemacht. Ich meine, jetzt wird gerade schon Obama mit seiner Frau wird schon gedreht, ein Film über die beiden. Die Königin von England. Ja, das ist was anderes. Das finde ich dann wieder aufregend, dass man sagt, man macht wie so ein Kinofilm, wo man versucht, sowas einzufangen. Aber ich glaube, im seriellen Erzählen geht es ja um eine ganz andere Struktur. Es geht um Thriller, es geht um irgendetwas. Thriller oder was auch immer man als Aufhänger nimmt. Man könnte es auch als Komödie machen. Aber ich glaube, da würde sich jetzt... Also aus meiner Sicht nicht eine existierende Figur eignen. Ganz bestimmt nicht. Also es war auch nicht meine. Da Sie ja absolut hier in Deutschland, ich sage mal, eine der beliebtesten Schauspielerinnen sind, das wird immer wieder durch Umfragen bestätigt, haben Sie auch eine gewisse Möglichkeit. Ja? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man einen Film machen will, dass man dann an Ihre Tochter denkt. Ja? Weil Namen ziehen natürlich auch, wenn man einen Kinofilm oder auch einen Fernsehfilm macht. Reden Sie eigentlich auch mit solchen Leuten wie Netflix und Amazon, weil die doch mittlerweile ein Fernsehen machen, was also besonders bei jungen Leuten ungeheuer erfolgreich ist und es so aussieht, als würden wir in Deutschland das irgendwie in der Form nicht hinkriegen. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es für eine Schauspielerin wie Sie doch besonders interessant sein muss, sich mit solchen Firmen auch zu unterhalten. Naja, ich denke, da müssen die Firmen selber mal gucken, was sind sie denn bereit in Deutschland wirklich zu machen und in Auftrag zu geben. Und es wird da viel geredet von hier und die neuen großen Anbieter. Also im Moment, soweit ich das überblicke, ist da bei den beiden von Ihnen genannten, wird jetzt jeweils ein größeres deutsches Produkt produziert für sehr viel Geld. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt erstmal auch so eine gewisse Vorsicht herrscht und man das erstmal abwarten will. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt parallel 20 Sachen in Auftrag geben. Das wäre mir zumindest neu. Aber grundsätzlich schauen Sie solche Serien? Ich meine, lassen Sie sich davon absolut auch inspirieren? Absolut, nein. Also ich finde serielles Erzählen hochspannend, weil man kann natürlich viel tiefer und genauer in eine Figur eindringen und viel, viel facettenreicher erzählen und viel, man kann auch, wenn man so will, viel kaputtere Figuren erzählen, weil irgendwie haben wir dann trotzdem, sind wir neugierig und gehen denen mit. Das kann man, glaube ich, in so einzelnen 90-minütigen Erzählungen nicht so gut machen. Also insofern finde ich, bin ich ein totaler, auch nicht Serienjunkie bin ich wahrscheinlich nicht, aber ich gucke sehr gerne. Das ist der Fortsetzungsroman von heute, keine Frage. Also diese 180-Grad-Drehung von perfekter Hausfrau zu Frau, die auf der Straße landet als Backwoman, das finden Sie schon. Ich sehe schon, Sie haben ein Konzept in der Tasche. Ich spüre es, holen Sie es raus, erzählen Sie davon. nur zu, ich meine, hey. Hier können Sie es Welche Backlady geht es? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich finde, er hatte eben schon ein Konzept, ich sage es. Ich finde es mal grundsätzlich, die Bereitschaft wollte ich nur mal hören, dass Sie die haben, also von besonders attraktiv bis abgrundtief hässlich. Naja, ich habe gerade einen Kinofilm gespielt, wo ich eine Charity Lady, also nicht eine Charity Lady, aber so in der Richtung, also eine PR-Offizierin für UNHCR, also eine Entwicklungshilfeorganisation, spiele, die aber darauf angewiesen ist, Geld zu akquirieren und Projekte durchzufinanzieren und überhaupt ins Leben zu rufen. Dann hat sie einen Job und die in dieser Enklave eines Luxushotels in einem Kriegsgebiet anfängt, also erstmal extrem luxuriös, wahnsinnig gut aussieht, toll, war toll, mit herrlich viel Goldschmuck und immer toll gekleidet, sich in eine Affäre mit einem 20-jährigen Araber einlässt. Und von einem Alkoholexzess in den nächsten und dann noch Ecstasy und dann die wahnsinnigsten Drogen nimmt und am Schluss sieht die aus wie ihre eigene Leiche. Das kann man nicht anders sagen. Also das, und diese Abwärtsspirale war ein großer Spaß. Also ich glaube, ich habe da sehr schön zeigen können, dass ich da überhaupt keine Hemmung habe, wenn es in die Geschichte passt. Für den einen oder anderen haben Sie dieses Unnahbare. Ne? Das haben Sie schon mal gehört wahrscheinlich. Und die kühle Blonde. Ja, ich glaube, da gibt es auch so ein Maß, wo man sagt, okay, man ist blond, man ist blauäugig und dann ist man noch halbwegs intelligent. Und das hat sofort, glaube ich, da entspricht man einem bestimmten Stereotyp. Und ja. Es gibt Schlimmeres, oder? Also, ja. Also. Klar. Wo man sie natürlich auch beide sehr gut kennt, ist eben Tatort. Das ist ja so ein bisschen serielles Produzieren. Absolut. Und
Haben Sie das Gefühl, dass das eine gute Rolle für Sie ist? Also so als Mutter, die Sie ja auch im wirklichen Leben sind. Also da hat sich wahrscheinlich irgendeiner gedacht, wenn schon Mutter, dann hole ich mir die richtige Mutter. Ja, das kommt drauf an. Wenn dem Drehbuchautor was eingefallen ist zu meiner Figur, finde ich es gut. Und wenn nicht, dann ist es eben weniger. Aber das ist, spiele ich ja auch in dem Sinne keine so große Rolle darin. Und sagen wir mal, es ist nicht unbedingt eine Entwicklung möglich, denke ich mal. Ja, ja, aber Sie sind immerhin schon so die Frau, die... die sich ums Enkelkind kümmert. Ja, und auch ihr aber auch den Freiraum gibt, ne? Also so ein bisschen, damit sie sich da um die Kriminellen kümmern kann. War das auch im echten Leben so? Das ist ja das Irre, ja, dass man immer, wenn man sich mit Schauspielern unterhält, dieses... die Fantasie hat, also oder es einem ist auf der Zunge, ist das auch wirklich im echten Leben so, ja? Aber wenn man natürlich Tochter, Mutter in einem Ding drin hat, dann glaube ich, ist diese Frage schon etwas legitimiert. Also ich denke nicht, dass ich, das brauche ich nicht, dir Freiräume zu schaffen. Das kann man schon sagen, Mama, dass du damals, schon als die Kinder klein waren, hat meine Mutter schon mir unglaublich geholfen, gar keine Frage. Also aber das ist einfach, weil ich eine leidenschaftliche Großmutter bin. Ja, deshalb war es auch leicht, das war also kein Problem. Es war jetzt also nicht so sehr, als dass ich es einfach wahnsinnig gern gemacht habe. Da spielen dann zwei Faktoren mit. Erstens sind Sie eine sind Sie gerne Großmutter? Ja. Und zweitens wohnen Sie in der Nähe? Ja, ja. das war doppelt günstig. Doppelt günstig für mich. Auch für mich. Ich habe meine Enkel gesehen und ich habe jetzt Enkel, die ich immer nicht so oft sehe, weil die weit weg sind. Haben Sie eigentlich manchmal, also wenn man so sagt, also Ärztin, Schauspielerin erfolgreich, hübsch, helfen Sie mir. Also wenn man diese ganzen Sachen, diese ganzen erfolgreich, haben Sie da nicht manchmal selber? Ich mache das auch manchmal. oder? Haben Sie manchmal Angst vor dem, was Ihnen da alles umgehängt wird? Ja, ich bin einfach. Voll krass. Ja, und was denken Sie dann so? Das ist ja ein Ausdruck, das ist ja jetzt kein Gedanke. Aber da sind ganz viele Gefühle drin. Die kann man so im resaschen Sinne sich alle dazu fantasieren. Ich kann damit nicht viel anfangen, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja jetzt keine Ärztin mehr heute. Klar, dass ich als Ärztin ausgebildet wurde. Und aber hat man nicht so ein bisschen Angst? Ich habe das ja nicht alles auf einmal. Das ist denn doof. Wir kennen ja die Medien auch. So wie jede andere, die viel will und irgendwie noch Kinder hat und noch irgendwie Köter und Katzen und ein Haus und so, dieses und eben viel anreist und versuche und drehe und mir einfallen lasse und so, natürlich oft das Gefühl von, hui, wie schaffe ich das? Boah. Aber das hat aber das hat jetzt gar nicht so viel mit hier und noch Ärztin und noch Dings, das ist, sondern eben das, was ich im Moment vorhabe, was einfach viel werden kann, aber was, ich glaube, unendlich vielen so geht. Hm. Ja, ja, das ist ja so das Bild von außen. Wir lernen ja hier in diesem Buch, dass die alle irgendwie das ist diese wahnsinnige Dissonanz, wo man auch denkt, Mensch Leute, wie wäre es eigentlich, wenn wir viel offener über das reden würden, was in uns vorgeht. Also wenn man das liest, hat man das Gefühl, dass Menschen 99% ihrer wirklichen Gefühle und Leben eigentlich für sich behalten und davon 1% rüberschieben. Und das ist eigentlich natürlich eine schrecklich trostlose Welt. Ach, ich weiß es nicht. Du weißt, bei der einen Geschichte, gerade bei deinem Vater in der Geschichte, der sagt eigentlich seiner Frau ziemlich genau, was er von ihr hält. Und das ist auch furchtbar. Nein, das ist schrecklich. Ich glaube, das will man nicht wissen. Und sie sagt auch sehr lustig, überhaupt, dass das was komisch ist, wie man lachen kann, dass man nicht über jemanden nicht verhöhnen soll. Das ist klar, dass dieses Lachen nicht schön ist. Aber sie meinte, man könnte durchaus zu zweit über einen Dritten reden und wahnsinnig lachen. Das würde dem ja nicht wehtun, denn er wüsste es nicht. Genau, solange er es nicht selber hört. Genau, ne? Das hat sie also, kommt davor. Ja, es ist, wahrscheinlich ist das auch ein riesiges Gesprächsthema unter Paaren, nicht? Dass sie sich über über die anderen Paare, das kommt ja auch vor, dass die sich... Naja, dieses Bedürfnis haben wir natürlich permanent, weil indem wir uns darüber unterhalten, sagen, mein Gott, was haben die denn für eine Tochter-Mutter-Beziehung, ist ja wirklich grauenvoll, erhöhen wir uns, wir distanzieren uns davon, wir sind offensichtlich viel besser, weil die sind ja, also das ist ja wirklich ganz schlimm, also das ist ja hochneurotisch. Damit können wir dann unsere eigenen Neurosen irgendwie kurz ins Trockene, Schäfchen ins Trockene bringen. Und das ist, glaube ich, der Spaß über andere.
Ist das diese Geschichte mit der Céline Dion, wo der Sohn eben glaubt, er sei diese Sängerin? Er sei Céline Dion. Es ist sehr komisch, weil ihr Sohn ist Sänger geworden und war wirklich ein Fan von Céline Dion. Ach, der Sohn von Reza. Von Reza, ja. Aber der ist wohl ganz normal Sänger und nicht. Und dem hat sie so eine Geschichte ans Bein gehängt, ja, der arme Kerl. Ja, der hat ja so ein paar Ideen sogar dazu gegeben und so. Also das ist schon. Ja, ich glaube, dass jeder am Ende extrem viel aus dem eigenen Erfahrungsschatz, also man holt es nicht irgendwo vom Himmel. Aber da wird dann auch gesagt, dass wenn man zu glücklich in der Kindheit ist, dass dann später das von Nachteil ist. Das Glück aufgebraucht wurde. Ja, das. Ja. Wie machen Sie das in Ihren Rollen? Also gerade wenn Sie jetzt diese eine Rolle beschrieben haben, wo Sie also von der Society Lady in den Abgrund gestürzt sind, recherchieren Sie dann auch im Abgrund? Wie stellen Sie sich das genau vor? Dass man sich Menschen anguckt, die weniger Glück im Leben gehabt haben. Sie meinen, indem man sie anschaut? Also man hätte ja auch recherchieren können im Abgrund, indem man selber mal kurz in den Abgrund... Ja, das wären Sie nicht, denn dann wären die Medien voll gewesen und dann würden wir das wissen. Aber TV München wäre dabei. Ja, auch in Lederhosen. Da kennen die nichts. Das sind zwei Kameramänner, die sind wiesengestählt. Unfassbar. Aber, denn es gibt doch diese Art... Wo ist eigentlich Ihre Lederhose? Ja, die ziehe ich mir nachher an. Obwohl, ich ziehe mir ja keine Lederhose an. Ich bin ja Hamburger und ich mache bis hierher und dann eigentlich eine normale Hose und da unten wieder die Schuhe, die sind dann wieder bayerisch. Aber mit Haferlschuh und Jeans? Haferlschuh und, nicht Jeans, also ich habe so eine braune Hose, aber sie lenken ab. Ziehen Sie im Auto um? Sie lenken, aber ich möchte mir das gerade vorstellen. Das ist wirklich hervorragend. Ihre Frau wird dann zur Interviewerin. Ich bin die Tochter, noch nicht die Frau. Aber auch nicht schlecht. Schlecht recherchiert. Auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wirklich schlecht. Ist das Wasser eigentlich frisch und für uns? Ja, das würde ich hier schon extra fast ausgetrunken. Ich wollte dich gerade fragen, ob du mir deines gibst. Von der Komödie hierher gestellt. Über meine Leiche. Sie können mir jetzt helfen, weil das habe ich auch nicht recherchiert, aber ich weiß, dass es da zwei Varianten des Schauspielens gibt. Einmal die das also gelebt haben müssen, um es darstellen zu können. Und dann gibt es eine andere Methode. Also wie schrecklich wäre das? Da muss ich jemanden umbringen, um eine Mörderin zu spielen? Ja, nicht so, aber das Milieu aus... Also ich weiß zum Beispiel, Robert De Niro, der hat dann sich da also tief eingegraben in die verschiedenen Milieus. Der hat oft zugenommen oder abgenommen, je nachdem, auch die Rolle. Ja, das kann ich... Aber das ist eine rein äußerliche Sache. Das andere muss man sich irgendwie vorstellen. Das ist wie die Fantasie, ich meine, die sie auch hat für 21 verschiedene Menschen. Also... Ich denke schon, dass man in sich, also auch wenn meine Mutter gerade sagt, wenn ich eine Mörderin spiele, muss ich nicht morden, aber da muss ich gucken, wenn ich das ernst nehme, würde ich natürlich schon gucken, aus welcher Aggression, aus welcher Wut, aus welcher Verletzung kommt das und an diese Aggression, angenommen, ist ein aggressiver Mord, kein Pillenmord, der ist ja nicht ganz so aggressiv. Kein was für Mord? Pillen, also mit Pille, das ist ja schon fast. Frauenmorden mit Pille. Mit Pille, dann muss man eben schon, glaube ich, in sich den Anteil finden, der eine unglaubliche Wut oder ein Hass oder ein etwas hat. Und ja, also was auch immer. Und ich denke, man hat all diese Facetten in sich. Und das ist immer nur ein, das ist ein Forschen sozusagen, ein Forschen. Anteile, die vielleicht in uns nicht so lebendig sind, dann für eine Rolle unter Umständen sehr zu aktivieren. Und das ist der spannende Prozess. Und das sind natürlich gerade die, wenn jetzt gerade von der Mörderin sprechen, das sind ja meistens die Anteile, die in normalen gesellschaftlichen Miteinander nicht so irrsinnig viel Platz einnehmen dürfen. Deshalb sind sie sehr kontrolliert und weggeschoben. Und wenn man aber an sowas dran geht und das irgendwie dem Nahrung gibt und dem sozusagen Fantasie und Raum und Spielfläche, dann kann da schon noch mal was hochkommen, was interessant ist. Habe ich Ihre Frage beantwortet damit? Ja, also sind Sie dann zu einem Mörder vielleicht ins Gefängnis gegangen und haben sich mal mit dem unterhalten? Also das gibt es ja auch, dass das Schauspieler machen. Unbedingt. Also ich finde, sowas ist absolut, sicherlich absolut sinnvoll. Muss man eben gucken, welcher Zugang. Ich glaube, das eine ist, in dem jemand anderen mir anzugucken, was macht der? Der hat so einen komischen Tick, den finde ich voll interessant. Der schubbert immer in der Nase und erzählt, also so Sachen kann man sich abgucken oder auch eine Körperhaltung oder auch eine Art zu sprechen. Und das andere ist eher zu gucken, wo ist der Mörder in mir sozusagen, wo ist die Mörderin in mir. Also das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die sich aber natürlich wunderbar ergänzen können.
Toll. Also, dieses Stück wird in der Komödie aufgeführt. Es ist kein Stück, würde meine Mutter sagen. Ja, nein, das hätte ich jetzt nicht. Hättest du nicht nochmal? Nein. Diese Kurzgeschichten. Ich wollte es hier vorwegnehmen. Ich wollte nicht, dass du so wahnsinnig unsympathisch rüberkommst. Deshalb dachte ich, sage ich es jetzt. Also ich lerne das jetzt. Dieser Roman wird von den beiden Damen und noch von vielen mehr. Ich gucke da drüber auf das Plakat. Das sind mindestens noch zu 17. Zu 17 sie. Glücklich die Glücklichen. Ja. Ich bin glücklich über dieses Gespräch mit Ihnen. Herzlichen Dank und ein gutes Gelingen für die Aufführung. Am Montag. Sehr Dank. Bedanken wir uns. Ja, Montag um 6. Um 6? Ja, wusstest du. Da habe ich keine Zeit. Um 8, dachte ich. Nein, um 6? Um 18 Uhr bestimmt. Wirklich? Um 18 Uhr? Ja, ist ein Feiertag und dann wird scheinbar in der Komödie immer früher. Viel beschäftigte Frau, Ihre Tochter. Ja, müsst ihr es ohne mich machen. Ich gehe jetzt. Okay. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.